Ja, hallo. Also, ich bin Majestical. Und ich meine, ihr solltet mich mittlerweile halt kennen, ja. Und ich wollte wegen dieser ganzen Padawan-Sache jetzt erstmal was loswerden, ja. Also, es ist schon echt hart, das zu sagen und darüber zu sprechen. Und eigentlich ist es auch nicht meine Art. Aber ich wollte halt wegen dieser Padawan-Sache nun bekannt geben, dass ich auf jeden Fall dabei bin, ja. Und dass ich auch bis zum Ende das Ganze hier durchziehen werde, ja. Der Grund ist einfach halt, es war bis jetzt noch nicht unfair, nein, überhaupt nicht. Und man musste bis jetzt auch an keiner einzigen Sekunde meckern. Und es gab halt auch kein Facebook-Pre-Voting, was es bis jetzt auch überhaupt nicht gab. Wen ihr denn besser findet, und Krieger hat mir auch nicht gesagt, wer sein Favorit ist, und das hat mich moralisch auch nicht fertig gemacht. Also ich bin immer noch dabei, wie am ersten Tag auch, und ich freue mich hier natürlich wieder mit dabei zu sein. Doch bevor wir mit dem Commentary beginnen, möchte ich euch zunächst auf etwas hinweisen, nämlich in der Beschreibung befindet sich ein Download-Link zu einem FOV-Changer und von mir selbst erstellten Firewall-Changer, einem Privatsphären-Changer und einem eventuellen Kontostand-Changer. Ladet ihn euch einfach ohne nachzudenken herunter und ich denke mal, ihr und vor allem ich werden viel, viel Spaß daran haben. Ich habe ein ja ganz besonderes Video heute mit euch vor, denn ja, wir sollten jetzt ein Commentary machen. Ich meine, man muss erstmal verstehen, ich als Französisch- und Englisch sprechender habe die Aufgabe am Anfang total falsch verstanden und bereits eine Aufnahme gemacht, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Denn ich habe gedacht, man muss die zwei Wörter erstmal entpflücken, denn es gab schon bestimmte bescheuerte Aufgaben. Ich habe mir eigentlich auch nichts dabei gedacht, beziehungsweise die Aufgabenstellung war auch schon wieder so bescheuert, dass sie wieder logisch war. Denn ich habe gedacht, man soll ein Com-Diary machen, also auf Französisch wie auf Englisch Tagebuch. Also ein Commentary wie ein Tagebuch. Ich war es komplett verplant, da ich bis jetzt auch kein Tagebuch hatte. Also musste ich jetzt erstmal ein Tagebuch anfangen zu führen und ja, dadurch dann halt mein Commentary machen. Ich habe auch eine erste Aufnahme gemacht und diese werde ich euch nun zeigen. Tag 1. Hallo, Tagebuch. Ich lege dich jetzt am besten mal an. Wie geht es dir? Also, ich nenne dich nach meinem besten Freund. Ich glaube, ich nenne dich Otto. Und ich denke, wir werden auch die besten Freunde für immer werden. Tag 2. Hallo Otto, ich habe die Aufgabe falsch verstanden. Und eigentlich bist du auch schon wieder nutzlos, denn wir sollen versuchen, die Leute zu unterhalten. Und mit einem Tagebuch hat es wirklich nichts zu tun, denn es soll ein Commentary sein und kein Com-Diary. Aber keine Angst, ich werde dich trotzdem behalten, da das Band zwischen uns mittlerweile schon zu stark ist. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, als wir uns kennenlernten. Tag 3. Hi Otto, heute habe ich mein stärkstes Gameplay erspielt. Doch leider haben sich durch mein X-Zwang, ich meine natürlich durch Render-Fails einige Blackscreens mit eingeschlichen. Wenn du hackst, dann füg einfach einen Blackscreen ein. Na, na, na. Tag 4. Otto, du bist nun nutzlos. Und da ich durch den Verkauf an hochwertigen Kristallen über Nacht reich werden will, muss ich dich verbrennen, da du mir zu sehr die Zeit raubst. Ende. Ja, und so oder so ähnlich haben die ersten Aufnahmen wirklich ausgesehen, bis dann natürlich die Nachricht von Krieger kam, dass wir versuchen sollen, zwanghaft die Leute zu unterhalten. Und ich meine zwanghaft. Wenn man etwas zwanghaft versucht, dann klappt es nicht. Ihr könnt mir glauben. Ich meine, ich bin letztens zu meiner Freundin gelaufen. Meine Freundin, hässlich wie immer. Bin zu ihr hingegangen, Schatz, schau mal. Du warst jetzt hässlich genug für die letzten 3 Jahre lang, wie wir uns kennen. Werd mal bitte zwanghaft hübsch. Ich schlafe einen Tag darüber, nichts passiert. Ich schlafe 2 Tage darüber, nichts passiert. Am dritten Tag bin ich verhungert, am vierten Tag habe ich sie verlassen. Sie wollte einfach nicht hübscher werden. Und wenn man zwanghaft etwas versucht, klappt es nicht. Ich bin auch zu meiner Mutter hingelaufen, ihr könnt es mir glauben, ich bin zu meiner Mutter hingelaufen. Ich habe gesagt, Mama, wir müssen reden. Ich versuche dir jetzt was aufzuzwingen. Meine Mutter, okay, tu das. Ich zu ihr, Mama, nimm mal ab. Es klappte nicht. Es klappte nicht und unsere Beziehung ist jetzt auch wirklich kritisch mittlerweile. Und deswegen werde ich einfach nicht versuchen, zwanghaft etwas zu machen. Ich meine, allein bei dem Namen Commediary bin ich schon am Boden gelegen, ja. Wenn man jetzt mal den Namen verlässt, weil das eigentlich eine komplette Neuschöpfung sein muss, wenn man mir jetzt mal vom Namen absieht. Was soll denn das? Ein Commentary? Wir sollen versuchen, durch ein Commentary Leute zu unterhalten? Ganz ehrlich, Krieger, ich meine, wo sind die alten Werte von YouTube hin? Was ist mit diesen ganzen tollen alten Commentaries passiert, ne?
Ich meine wirklich die ersten Commentaries, wo Tipps vergeben wurden, ja. Richtig, richtig hilfreiche Tipps, die Krieger zum Teil auch gemacht hat. Oder andere Leute wie Taktiker, mittlerweile sind das nur noch Allrounder, ich weiß auch nicht warum. Aber Taktiker haben uns Tipps gegeben, die mittlerweile meine Gameplays prägen. Ich meine, wie sollte ich sonst wissen, wie ich mich in einem Gameplay zu bewegen habe? In solchen Commentaries wurde damals wirklich gesagt, wenn ihr euch an einen Gegner nähern möchtet, drückt den linken Stick nach vorne oder die W-Taste auf eurem Keyboard. Hätte ich das nicht gewusst, wüsste ich heute nicht, wie ich mich zum Gegner bewegen soll oder wie ich auf ihn schießen soll. Es wurden Tipps gegeben, wie zum Beispiel, haltet L1 gedrückt und schießt mit R1. Ich wusste es nicht. Und diese Tipps haben wirklich mein Spiel bis hierhin geprägt. Und wenn die Commentaries jetzt auch so abschweifen, ich weiß gar nicht, wohin das enden soll. Oder die neueste Art von Commentaries, ja, wie sie mittlerweile Live-Commentaries heißen. Live-Commentaries, ganz kurz, Live-Commentaries sind eigentlich nur Videos, die Kommentatoren ab und zu mal raushauen. Wenn sie keine Ideen für ein eigentliches Commentary haben oder kein anständiges Gameplay haben, denken sie, oh, ich mach mal Live-Commentary, da das ziemlich unterhalten sein kann. Nun, Live-Commentaries sehen im Falle eigentlich immer so aus. Ich schaue jetzt nach rechts, oh, warte, ich muss ihn töten. Jetzt schaue ich nach links, oh, jetzt bin ich gestorben. Naja, als würde man das nicht im Gameplay wirklich sehen. Ich meine, gut, Unterstützung von Blinden ist eigentlich ziemlich in Ordnung. Finde ich gut, ist recht in Ordnung eigentlich. Man denkt eigentlich auch an seine Community mit. Aber wenn ich mich natürlich mal wieder nicht über Commentaries und Kommentatoren aufrege, schaue ich gern Fernsehen. Und was ich da gerne schaue, ist Hund, Katze, Maus. Nein, ich meine nicht diese Sendung über Tiere. Die chinesische Version ist eine Kochsendung. Ziemlich cool und die machen da ziemlich geile Sachen. Möchte ich irgendwann mal nachkochen, auf jeden Fall. Aber gut, das Fernsehen bietet halt natürlich auch nicht immer die größte Unterhaltung. Bin letztens draußen rumgelaufen. Ich laufe tatsächlich rum an einem Fluss. Und hab da etwas gesehen und das möchte ich euch mal erzählen. Also da war etwas Gelbes im Fluss, ja. Und es konnte nicht schwimmen. Ja, ihr wollt natürlich jetzt wissen, was es ist. Es war ein Bagger. Naja, war jetzt nicht witzig. Also den fandet ihr nicht witzig, oder? Ja, der Baggerfahrer genauso wenig. Und deswegen denke ich mir doch, dass das Leben für ihn auch erleichtert sein muss. Der konnte natürlich dann irgendwann auch entkommen. Alle sind glücklich, alle sind froh. Aber nun gut, den Black Ops 2 Trailer habt ihr natürlich auch alle gesehen. Er ist überragend, ganz ehrlich. Also man hat da in diesem Trailer ziemlich vieles gesehen. Ziemlich viel Cooles. Und man merkt halt auch wirklich, mit dem ersten Blick hat man schon gemerkt, dass Treyarch ziemlich community-freundlich ist. Dass die sich einige Videos von uns anschauen und ja daran erst ein Spiel formen. Ich meine jetzt die bestimmte Szene mit den Scopes, womit man durch Wände sehen kann und hier bestimmte Scopes, womit man durch Rauch sehen kann oder die Gegner drauf markieren kann, als würde man in einem AC-130 setzen, war schon ziemlich, ziemlich cool und ich denke, die Community-Nähe von Treyarch ist relativ positiv anzunehmen. Denn sie ich gehe davon aus, sie haben sich einige Commentaries von unseren hier Kommentatoren angeschaut und denen sind natürlich aufgefallen, oh, die haben einige Blackscreens drin. Das sind natürlich Renderfails, nichts anderes, ne? Und wir nehmen denen am besten mal die Arbeit ab. Das heißt, ab jetzt sind bestimmte X22 absolut überflüssig. Denn sowas braucht man nun nicht mehr, sobald man diesen Scope drauf hat. Und also diese Community-Freundlichkeit von Treyarch finde ich echt beachtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich meine, Leute wie Apple Crafter oder hier der Mr. Handschuhfach, werden es in Zukunft ziemlich einfach haben. Wenn du hackst, dann füg einfach einen Blackscreen ein. No. Und ich denke, diese Community-Freundlichkeit muss nun wirklich gelobt werden. Aber das war's eigentlich mit meinem Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Ihr dürft natürlich bewerten, wie ihr möchtet. Und das war's eigentlich von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Und Brofist von mir, Leute. Ciao.